Ich zeige euch heute das Muster offenes Meer. Das Muster muss durch 10 plus eine zusätzliche Masche plus zwei Randmaschen teilbar sein. Ich habe hier also drei Mustersätze. 3 mal 10 gibt 30 plus eine zusätzliche 31 plus zwei Randmaschen 33 Maschen angeschlagen. In der ersten Reihe strickt man stets rechte Maschen. Ich bin hier bei den Rippen, da beginnt das Muster mit zwei Reihen kraus rechts, also die Hinreihe und die Rückreihe rechte Maschen stricken. Und die Rückreihe auch. Und nun komme ich zur dritten Reihe. Die dritte und die vierte Reihe wird glatt links gestrickt. Das heißt, ich stricke nun in den Hin- und Rückreihen alle Maschen links. Das hat zur Folge, dass diese Rippenblende noch weiter hervortritt, als wenn ich nur kraus rechts stricke und zwischen den linken Maschen noch jeweils eine Reihe rechte Maschen liegt. Also so treffen zwei linke Maschenreihen aufeinander. Also bei glatt links die Hinreihe und die Rückreihe links stricken, bei glatt rechts eben Hin- und Rückreihe rechts stricken. Die vierte Reihe folglich dann eben auch linke Maschen. Und nun beginnt dieses Muster. Ich stricke zunächst die Randmasche, dann eine Masche rechts und dann ein Umschlag. Dann drei Maschen rechts und nun drei Maschen zusammenstricken, sodass die Mittelmasche oben aufliegt. Ich nehme also die ersten zwei Maschen auf die rechte Nadel, stricke die folgende Masche rechts ab und ziehe diese zwei rechten Maschen wieder über die gestrickte Masche. So liegt die Mittelmasche oben auf. Dann drei Maschen rechts, ein Umschlag und eine Masche rechts. Ein Umschlag, drei Maschen rechts. Drei Maschen mit Mittelmasche zusammenstricken, drei Maschen rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, drei Maschen rechts, wieder drei Maschen mit Mittelmasche zusammenstricken, drei Maschen rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts und die Randmasche. In der Rückreihe stricke ich alle Maschen
und die Umschläge auch links ab. Nun folgt die siebte Reihe. Die siebte wird genauso gestrickt wie die fünfte, die neunte, elfte und dreizehnte, jeweils wie die fünfte stricken. Also bis man hier fünf Umschläge gearbeitet hat. Ich beginne einfach wieder für die siebte Reihe mit einer Randmasche, eine Masche rechts, ein Umschlag, wieder drei Maschen rechts. Drei Maschen mit Mittelmasche zusammenstricken, drei Maschen rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, drei Maschen rechts, drei Maschen mit Mittelmasche zusammenstricken, drei Maschen rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, drei Maschen rechts, drei Maschen zusammenstricken. Drei Maschen rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts und die Randmasche. Ich wiederhole also die fünfte Reihe viermal, sodass ich dieses Muster insgesamt fünfmal gestrickt habe. Eins, zwei, drei, vier, fünf Umschläge. Insgesamt geht also mein Muster über 14 Reihen. 14, 28 und beginnt dann immer wieder das Muster, also dann immer wieder von der ersten bis 14. Reihe wiederholen. Und so sieht dann das Muster offenes Meer aus. Ich wünsche euch viel Spaß damit.